Nachhaltiger Wohnungsbau, jetzt auch mit NAVO-Siegel. Herzlich willkommen, liebe Gäste, zu einer Veranstaltung, die wir ganz kurzfristig aufgerufen haben, um Ihnen über die neuesten Neuigkeiten zu berichten, über die Zulassung des NAVO-Siegels als UNG-Zertifikat. Nachhaltiges Handeln ist vielleicht sogar die gesamtgesellschaftliche Aufgabe im Bauen. Deutschland, das wissen Sie, hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Bis zum Jahr 2045 soll der Gebäudebestand klimaneutral sein. Um diese Herausforderung zu meistern, sind wirklich alle Akteure des Bauens gefragt. Seit dem 1. Juli 2021, also ziemlich genau auf den Tag 3 Jahre, ist es jetzt her, da wurde das nachhaltige Bauen und die Nachhaltigkeitszertifizierung mit dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, UNG, als Instrument der Qualitätssicherung eingeführt. Und auch im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude, für die Sanierung, BEG, und den klimafreundlichen Neubau, KFN, gefördert. Aber was bedeutet dieses klimafreundliche Wohngebäude mit QNG eigentlich? Die Stufe des klimafreundlichen Wohngebäudes und Nichtwohngebäude wird erreicht, wenn ein Effizienzhaus 40, also die Anforderungen an die Treibhausgasemissionen im Gebäudelebenszyklus für den Neubau von Wohngebäuden nach dem Qualitätssiegel Nachhaltigem Gebäude Plus erfüllt und nicht mit fossilen oder biogenen Energieträgern versorgt wird. Wie das im Detail funktioniert und wie so ein Siegel aussieht, und zwar ganz konkret das des NAVO-Siegels, darüber möchten wir Sie heute informieren und freuen uns natürlich auch über Ihre Fragen, die Sie uns wie immer stellen können. Ja, und diese Veranstaltung ist auf Veranlassung und mit Kooperation des Bundesverbandes der Gebäudewirtschaft, des GdW, entstanden. Und deswegen begrüße ich jetzt in Berlin ganz herzlich die Hauptgeschäftsführerin des GdW, Frau Esser. Herzlich willkommen, Ingeborg Esser. Guten Morgen, lieber Herr Flimmert. Ja, Frau Esser, der NAVO ist jetzt auch dabei, an der Stelle. Das ist, glaube ich, eine ganz neue Zulassung, aber Sie sind schon ein bisschen länger im Geschäft, was NAVO angeht, oder? Ja, das ist völlig richtig. Wir sind schon sehr, sehr lange im Geschäft, was das Thema Nachhaltigkeit im Wohnungsbau anbelangt. Und der NAVO ist damals 20 oder nee, andersrum. Unser Siegel ist quasi Ergebnis eines Prozesses, eines runden Tisches, nachhaltiges Bauen, der vom damaligen Bauministerium initiiert war. Und wir haben diese Gedanken dann 2012 tatsächlich in dieses Siegel implementiert und eben diesen Verein NAVO, Verein zur Förderung der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau gegründet. Und vielleicht das Besondere an unserem Siegel ist, dass wir ausschließlich auf den Wohnungsbau fokussieren. Das ist uns sehr wichtig. Also da unterscheiden wir uns schon sehr generell auch von anderen deutschen Siegeln, wie zum Beispiel DGNB, die ja alles anbietet. Und das Zweite, was uns sehr, sehr wichtig war bei unserem Siegel, ist, dass wir zum einen die ökonomische Qualität auch sehr hart bewerten, also Ökologie, Ökonomie und soziale Komponenten sollen ja beim Nachhaltigkeitsthema in Einklang sein. Und wir, glaube ich, sind das einzige Siegel, das die ökonomische Qualität sehr hart bewertet. Und wir haben natürlich ein Schwerpunktthema auf die soziokulturellen Faktoren des Wohnens. Das ist einfach so. Gerade jetzt am Freitag war ein runder Tisch im Bundesbauministerium gewesen, zahlreich besucht, unter Leitung von Staatssekretär Bösinger und Unterabteilungsleiter Herrn Fehn-Kresters wurde über die Zielstellung dieser Zertifizierung gesprochen. Und wenn ich mal so ein bisschen so die kritischen Punkte aufgreife, dann gab es so zwei Aspekte, die da, glaube ich, recht deutlich wurden. Das eine, das war so herausgegriffen aus dem juristischen Blickwinkel, viel zu lang, viel zu viel, diese Gutachten, diese Zertifizierung, alles, was man da macht, das muss irgendwie in Zukunft noch einfacher werden. Bauen muss einfacher werden. Und positiv ausgedrückt, es gibt eine Vielfalt von Siegeln, immer mehr oder auch anders ausgedrückt, eine verwirrende Vielfalt. Wie ordnen Sie NAVO da drin ein und wo können wir zukunftsgerichtet mit NAVO da gut arbeiten? Ja, ich glaube, diese Fragestellungen, die sind sehr wesentlich.
Wir haben gerade darüber gesprochen, aus welcher Zeit der Gedanke von NAVO kommt. Also das ist die Zeit 2010, 2012. Jetzt sind wir einfach, ich sag mal, gut 10 Jahre später und stellen aber fest, dass das Thema Nachhaltigkeitszertifizierung, ich spreche jetzt nur von Wohngebäuden, immer noch ein Nischenthema ist. Also vielleicht 5 bis 10% der Gebäude werden zertifiziert, lassen sich zertifizieren, aber 90% eben nicht. Und ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle einen Change. Wir brauchen einen Change im Denken, aber auch im Prozess. Es muss am Ende des Tages Nachhaltigkeit im Bauen einfach bei allen Gebäuden da sein. Und deswegen müssen wir hier we eigentlich weg von der Zertifizierung hin zu einem Prozess, der im Bauprozess angelegt ist. Heißt also, es läuft ja momentan auch vom Bauministerium initiiert ein Prozess, der nennt sich QNG-Basis, also ein Basiskriterienset, das quasi jedes Gebäude erfüllen muss unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, Klammer. Das werden wir auch brauchen durch die EPBD, die wir ja in Deutschland umsetzen werden. Und dann müssen wir uns bezüglich dieses Basiskriteriensets auf einheitliche Berechnungsverfahren und ein einheitliches Measurement verständigen. Und wenn wir das haben, dann glaube ich, müsste es das Ziel sein, dass diese Kriterien, Berechnungen, Werte dann einfach im Bauprozess von den Planern, von hinzugezogenen Fachleuten nachgewiesen werden, also die Werte beigebracht werden. Und wenn das so ist, dann brauchen wir am Ende des Tages keine Zertifizierungssysteme. Und ich darf mal für unseren Verein sprechen, hinter dem ja nicht nur der GdW steht, sondern hinter dem auch Haus und Grund, die Bundesarchitektenkammer, der Bundesverband Freier Wohnungs- und Immobilienunternehmen steht und viele weitere, Verband privater Bauherren. Dann würden wir auch unser Zertifizierungsverfahren sofort vom Markt nehmen und uns dann eher inhaltlich weiter an dieser Stelle engagieren wollen. Also uns geht es nicht darum, mit dem Siegel Geld zu verdienen, sondern wir wollen den Prozess voranbringen. Die Immobilienwirtschaft kritisiert ja so ein bisschen. Bauen wird immer teurer. Wir haben immer mehr Kosten. Wir haben immer mehr Anforderungen. Immer mehr Gutachten werden verlangt. Ist da nicht so ein bisschen das so trendgegenläufig, dass wir auf der anderen Seite sagen, gut, aber wir wollen an der Stelle mehr Anspruch setzen? Oder bekommen wir das zukünftig vereinbart? Ich glaube, das bekommen wir vereinbart. Wir müssen halt nur gucken, was sind wirklich die Essentials, die wir brauchen. Also meine Vision ist ja, dass wir am Ende des Tages dieses Basiskriterienset auch als ordnungsrechtlichen Maßstab setzen. Denn momentan denken wir ja, wenn wir über GEG reden ausschließlich über Effizienzhäuser. Und das kann ja nicht das Ziel sein. Also gerade das Thema CO2 im Lebenszyklus ist doch viel wichtiger als die Frage eines EH40 oder EH55. Also heißt, wir dürfen auch und das unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten einfach nicht mehr so sehr in Effizienz denken. Wir brauchen natürlich eine Grundeffizienz, aber die natürlich auch Lasten, künftige Umweltlasten verursachen kann, sondern wir müssen eben tatsächlich den CO2-Footprint der Gebäude ins Auge nehmen und das am besten im Lebenszyklus. Und ich glaube, an der Stelle ist schon ein Change für die Zukunft erforderlich. Und wenn das im Bauprozess so angelegt ist, lieber Herr Friemert, ich glaube, die Architekten haben das auf der Pfanne und lernen das ja auch zunehmend in ihren Studiengängen, diese Nachweise beizubringen. Das sind dann eben andere Nachweise als in der Vergangenheit. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Also das beobachten wir auch in den Veranstaltungen Zukunftswissen Bau. Wir haben ja auch viele junge Architekten, die sich bei uns zuschalten und die ganz insbesondere nach diesen Themen fragen.
Also es werden manchmal bei energetischer Modernisierung Detaillösungen an Fenstern gezeigt und währenddessen dort darüber gesprochen wird, wie die Kältebrücke vermieden wird, lesen Sie im Chat auf der anderen Seite, was der für Materialien verbaut hat, ob man die wiederverwenden kann und wie das mit der Kreislaufwirtschaft aussieht. Das ist schon interessant, das zu beobachten und ich glaube, dass da auch eine Trendwende und mehr als das stattgefunden hat, was das Bauen angeht. Insofern, das kann ich sehr bestätigen. Das wird wohl die Zukunft ausmachen. Und insofern, glaube ich, sind wir mega trendy damit. Und wir freuen uns, dass wir heute mit Ihnen das NAVO-Siegel vorstellen können. Und Frau Esser, ich würde sagen, wir geben mal das Feld frei an die beiden Experten und lassen die mal berichten. Ja, und Sie, meine Damen und Herren, können uns natürlich wieder Ihre Fragen stellen. Sie kennen das Prozedere. Sie haben unten die Möglichkeit, wieder im Chat uns was zu schreiben. Und ich habe an der Stelle auch schon ganz, ganz viele Grüße und Moins vernommen aus dem Bundesgebiet. Herzlich willkommen, dass sich heute so viele von Land auf Land ab zugeschaltet haben. Ja, dann würde ich mal sagen, ich gebe mal rüber zu Herrn Storck. Hallo, Herr Storck. Herr Heckmann, Sie haben uns noch einen zweiten Beitrag vorbereitet, der das so ein bisschen detaillierter vorstellt, was in NAVO 4.0 jetzt passiert. Vielleicht, ich sehe hier immer wieder neue Fragen, die hier im Netz kommen. Vielleicht werden sich die einen oder anderen auch gleich von alleine beantworten. Gut, ja, also ganz kurz zu mir. Ich bin von Hause aus Architekt und leite für nachhaltiges Bauen beim NAVO und habe immer als Architekt, Lehrender und Forscher eigentlich vorher schon fast ausschließlich im Bereich Wohnungsbau und auch Nachhaltigkeit vom Wohnungsbau gearbeitet. Ich werde heute nur etwas im Grunde zu unserer Umstellung von NAVO 3.1 auf NAVO 4.0 sagen und probieren, das ein bisschen so in den Kontext zu stellen. Ein Hinweis, das werde ich gleich nochmal näher erläutern. Unser Programm ist akkreditiert, aber wir sind relativ spät auch noch von über zwei Auflagen informiert worden, die wir erst beheben müssen. Und das heißt, das muss noch gemacht werden. Ganz kurz die Folien, die ich heute zeigen werde. Ich gehe jetzt irgendwie nicht groß drauf ein. Es sind 44 Folien, wo ich im Grunde etwas zu der Umstellung sagen werde, dann einen der neuen Dokumenten auch in Auszügen zeigen werde, Hilfsmittel zeigen möchte und aber auch zeigen möchte, was sich eigentlich nicht ändert. Nicht ändert ist, ändert sich sozusagen der Verein, der, das hat Frau Esther schon gesagt, im Grunde in seiner Konstitution eigentlich sehr breit aufgestellt ist. Unter anderem den Deutschen Mieterbund, verschiedene Immobilienakademien, verschiedene Bauherrenverbände, und seit 2012 so existiert. Wir sitzen beim GdW, deren Ressourcen wir zum Teil auch nutzen können. Immer herzlichen Dank dafür, weil das dann auch ein Expertise-Netzwerk ist, auf das wir im Grunde mit unserer eigenen Arbeit dann auch zurückgreifen können. Ich will kurz was zur Genese unseres Nachhaltigkeitssiegels sagen. Frau Esser hat das vorhin schon erwähnt. Das ist uns mit Gründung der Arbeitsgruppe Nachhaltigen Wohnungsbau vom Bundesbauministerium seit 2009 gibt. Uns dann über verschiedene Versionen, Erstanwendung bei der Bautec 2012, über verschiedene Anpassungen auf Basis von Workshops, der Beteiligung wissenschaftliche Berichte im Grunde fortlaufend weiterentwickelt haben bis zur Version 3.1, die eben auch vom Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit 2015 als Zertifizierungssystem zugelassen worden ist. Seit 2022 wurde uns sozusagen ONG mit ins Nest geschoben. Das ist jetzt ja im Grunde ein Großteil der Sachen, die wir machen, obwohl wir immer noch nicht ONG abhängige Zertifizierungsverfahren parallel weiterführen und die auch nach wie vor machen werden. Was unter Konje dazugekommen ist, sind eben, dass unser bestehendes NABU 3.1-System durch die vier besonderen Anforderungen, Treibhausgasemissionen, Primärenergieverbrauch, nicht erneuerbar, Materialgewinnung, Schadstoffe erweitert worden ist im Rahmen einer Übergangsphase, die bis zum 31.05.2024 lief und seitdem eben in zwei Akkreditierungsverfahren mit der deutschen Akkreditierungsstelle bewerten. Einmal zu unserem neuen NAVO 4.0, wo wir 2021 den Antrag gestellt haben.
Und zum anderen dann zur Anwendung dieses Programms als akkreditierte Zertifizierungsstelle, wo der Antrag eigentlich auch zeitgleich eingereicht worden ist. Und wir sind jetzt eben sowohl als Stelle als auch als Programm akkreditiert. Ich habe im Grunde das Datum und das Datum etwas gehighlightet. Also die Übergangsphase vom Go and Gay Leave bis zum 31.05. Wir haben aber erst am 28.05. unsere Zulassung bekommen, noch mit kleineren Auflagen, zu der ich noch was sage, was uns jetzt ein bisschen in Bedrulle bringt und in die Situation bringt, dass wir die Auflagen noch beheben müssen, bevor man das Programm anwenden kann. Vorher wurden halt nur die allgemeinen Anforderungen des QNGs, die besonderen Anforderungen des QNGs übernommen. Jetzt haben wir auch die allgemeinen Anforderungen neben den besonderen aufgenommen. Alle oder fast alle bis jetzt unter NAVO 3.1 laufenden Steckbriefe, die nicht durch den QNG abgedeckt sind, haben wir jetzt mehr oder weniger dort rausgenommen. Es gibt nur noch Bewertungen und keine Beschreibung mehr. Also die Leute, die mit NAVO 3.1 arbeiten, kennen das, dass es eben zu eigenen Steckbriefen eher darum geht oder darum ging, darzulegen, was man in dem Bereich gemacht hat und das zu dokumentieren, aber es eben keine Benchmarks gab. Und das Wichtigste an dieser Umstellung von NAVO 4.0 ist aber, dass wir vollumfänglich konform mit der DIN 17065, die sich auf Zertifizierungstätigkeiten bezieht und jetzt eben DAX akkreditiert sind. Nochmal ganz kurz zu den besonderen und allgemeinen Eigenschaften. Besonders sind die gelben, die eben unter NAVO 3.1 schon wir mit im Boot hatten. Die blauen sind jetzt eben mit bei NAVO 4.0 mit integriert. Alle kennen das, dass die besonderen Eigenschaften eigentlich sehr stark ins Detail gehen und wir diese auch genau eins zu eins so übernehmen und im Übrigen auch nicht darüber hinausgehen, weil wir finden, da ist die Schwelle eigentlich wirklich hoch genug. Zu den besonderen, zu den allgemeinen Anforderungen gibt es seitens des BBSR eigentlich immer nur eine textliche Beschreibung. Das sehen Sie hier in diesen Zeilen jeweils, die wir dann bei uns eben sozusagen DAX-konform in das neue System übernehmen mussten. Was bleibt bei NAVO 3.1? Ich hatte das eben schon mal gesagt, ist eigentlich der Handbuchgedanke, dass es eigentlich eher darum geht, so eine Art To-Do-Liste zu machen mit Informationen, wie man nachhaltig plant, mit sehr starkem Fokus auf den Bereich Wohnqualität. Wir haben nach wie vor keine Anforderungen an den Nachhaltskoordinator. Da unterscheiden wir uns vom DGNB von Birn, weil wir denken, der ist eigentlich eh gegenüber dem Bauherrn verantwortlich und er wird schon schauen, dass er einen Qualifizierten hat. Die Erfüllung der Anforderungsstufen erfüllt reicht für die Zertifizierung. Unsere Gebühren ändern sich bis auf Weiteres erstmal nicht. Herr Stork hatte schon erzählt, was nicht eben enthalten ist, sind eben die Kosten für die Nachhaltskoordination selber. Ganz klein ist das Schild. Und was auch nicht abgedeckt ist, wenn durch den Antragsteller eben Mehraufwand für die Prüfung verursacht wird. Mehraufwand heißt, wenn man über die regulären zwei Prüfrunden hinausgeht. Der Pre-Check als Instrument bleibt, was meines Erachtens sehr wertvoll ist, weil man sich zu einer sehr frühen Phase einer Zertifizierung schon mal gegenseitig in die Augen guckt und schaut, ob man auf dem richtigen Weg ist. Der Prüfungsprozess bleibt, das hat Herr Stork eben schon mal kurz gesagt, mit den DIN-konformen Umbenennungen von Konformitätsprüfung, Konformitätsevaluierung und von wissenschaftlicher Aufsicht in Konformitätsbewertung und Entscheidung. Und wir behalten uns auch wichtige Instrumente bei, die sich als sehr, sehr wichtig, immer als sehr, sehr wichtig erweisen. Also das Instrument der FAQs bleibt, wenn es um die Definition Steckbriefanforderungen geht. Das Instrument der Auslegung bleibt bezüglich Sonderfällen. Ich hatte gerade schon gesagt, dass wir bestimmte Auslegungen zu Wohnheimen, zur Nichtwohnnutzung, zu gemeinsamen Zertifikaten mehrerer Gebäude auch so angepasst weiterführen. Und was auch weiter bleibt, ist, dass in einem bestimmten Maße auch noch Abweichung von den Anforderungen
eingeräumt werden, wenn man sie entsprechend behandelt und dokumentiert. Also nun ganz kurz zu den Instrumenten, die wir an Bord behalten. Das Instrument des Pre-Checks, was eben einer Selbsteinschätzung dient zu dem, was schon erreicht wurde. Zielvereinbarung. Wenn etwas noch nicht erreicht worden ist, dann muss man hier eigentlich eintragen, was man im weiteren Verlauf macht, um eben die Anforderungen dann zu erfüllen. Und auch unsere Freigabe dient, dass eher Hinweise sind für das, was vielleicht im Verlauf der weiteren Bearbeitung noch betrachtet werden muss oder nachgereicht werden muss. Unsere Auslegung bleiben, also hier ganz nur als Dokumentauszug. Ich gehe da jetzt wirklich nicht eins zu eins drauf ein. Unsere Auslegung zu dem Beispiel Wohnheimen. Der Prüfungsprozess bleibt eigentlich sinngemäß so bestehen. Wie gesagt, mit der Umbenennung in Evaluierung, Bewertung und Entscheidung. Und was sich ändert, das interessiert jetzt wahrscheinlich die meisten. Eins hatte ich vorhin schon gesagt. Die Zulassung des Bauministeriums hatte normativ, sage ich mal, wesentlich weniger Anforderungen als das, was jetzt mit der DAX-Akkreditierung mit sich kam, was eigentlich insbesondere strikte Anforderungen unserer internen Prozesse beinhaltet, wovon wir glauben, dass die Antragsteller damit vielleicht gar nicht so viel zu tun haben werden, sondern dass eigentlich unser Arbeitsverhältnis mit den Komitätsevaluierern betrifft. Wir haben unsere Qualitätsgruppen von 5 auf 4 reduziert und die Steckbriefe von 41 auf 28 reduziert. Also wie gesagt, um eben nicht über das, was unter Grün G genannt ist, hinauszugehen. Wir haben jetzt auch die allgemeinen übernommen. Wir haben nur noch bewertende Steckbriefe. Und dann kommen Punkte, die ich gleich nochmal genauer zeige. Mit der DIN-Konformität und der DAX-Konformität kam vor allem die Notwendigkeit, halt Nachweisformen sehr viel konkreter den Teilanforderungen zuzuordnen und dass wir die Nachweisformen auch einer weiteren Akkreditierungsdien, der 17067, konkreter einfach zuordnen mussten. Und ich zeige ganz kurz, was diese DIN 17065, also die Hauptzertifizierungsdien, insbesondere beinhaltet. Es geht eigentlich hauptsächlich um rechtlich-vertragliche Angelegenheit intern mit Antragstellern. Jetzt unter anderem, das ist jetzt auch ein Zertifizierungsvertrag notwendig. Es gab höhere Anforderungen zu dokumentieren, dass wir unvertraulich und vertraulich sind. Unparteilich und vertraulich sind. Das waren wir schon immer, aber muss es jetzt nochmal dokumentieren. Wir haben konkrete Anforderungen an Ressourcen, Kompetenzmanagement, an unsere Zertifizierungsprozesse und an ein Managementsystem und andere Managementsystemanforderungen, was im Grunde halt bedeutet, dass wir uns als ein komplettes Qualitätsmanagement-System zu eigen gemacht haben, beziehungsweise formalisiert haben, was wir eigentlich schon immer so gemacht haben. Man muss vielleicht zur Schwierigkeit, das ist jetzt eher das, was ich mein Tagebuch schreiben sollte, aber normalerweise laufen diese Akkreditierungen nacheinander. Also zuerst wird ein Programm akkreditiert und wenn das zugelassen ist, dann können sich Zertifizierungsstellen darauf akkreditieren lassen, dieses Programm eben anzuwenden. Mit dem Zeitdruck, was mit der sehr kurzen Grundier-Einführungsphase kam, liefen diese Akkreditierungsverfahren eben parallel, was so ein bisschen zu Schwierigkeiten geführt hat, auch seitens der DAX, weil diese beiden Verfahren auch intern koordinieren mussten. Sie sehen die Akkreditierungs- als Zertifizierungsstelle, erfasst Neubau und Komplettmodernisierung. Im Programm gibt es noch zwei kleinere zu behebende Auflagen, die ich gleich nochmal sage. Das sind einfach ganz kurz, dass wir zur Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit noch ein Hilfsmittel aufstellen müssen, mit dem die Demontier- und Trennungsfreundlichkeit eben beispielsweise dokumentiert wird. Und bei den Anforderungen an Flächeninanspruchnahme und Versiegelung ein Regelwerk noch ausweisen müssen, in dem die Bestimmung des Versiegelungsfaktors ausgewiesen wird. Ganz kurz dazu, wir hatten bis jetzt einen fixen
Versiegelungsfaktor in NABU 3.1-System. Jetzt machen wir das kontextspezifisch. Also in verdichteten Wohnlagen ist der Versiegelungsfaktor etwas höher, als wenn Sie jetzt am Stadtrand bauen. Zu den Zertifizierungsprozessen. Ich sagte eben, von den meisten sind sie nicht betroffen. Wir mussten ein sehr umfangreiches Zertifizierungsprogramm aufstellen, was unsere Prozesse erfasst, ein Qualitätsmanagement-Handbuch. Wir mussten dokumentieren, wie wir unser Programm aktualisieren, pflegen und validieren. Wir mussten auch unsere internen Abläufe, wie wir zusammenarbeiten, genauer dokumentieren und auch schärfen. Sie sehen das jetzt hier nicht, aber was in diesem Geschäftsstellendiagramm nicht abgedeckt ist, ist die Akkreditierung von Zertifizierungsprogrammen. Das ist also etwas, was wir in den letzten 2 Jahren wirklich parallel zu unserer jetzigen Arbeit irgendwie führen mussten, was, glaube ich, das merken viele, die mit uns jetzt schon zusammenarbeiten, oft zu einer Doppelbelastung auch geführt hat, wo eben ab und zu etwas dann länger dauert in unseren regulären Abläufen. Und ganz wichtig eben jetzt der Zertifizierungsvertrag, den wir abschließen. Darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Das werden wir nochmal auch online stellen. Jetzt nochmal, wie sich die Steckbriefgruppen und Themen reduzieren. Das Thema technische Qualität entfällt komplett. Ich gehe da kurz drauf. Weil es entweder woanders verortet ist, wie zum Beispiel der Schallschutz, beziehungsweise aus unserer Sicht eine zu hohe Überforderung der Nachhaltigkeitsverzierung bedeuten würde. Ich denke, gerade Brandschutz, jeder, der Architekt ist, weiß, wie komplex dieses Thema ist. Das muss man dann nicht nochmal in eine Zertifizierung einnehmen. Die Wohnqualitäten nach wie vor ein ganz wichtiges Thema bei uns, was aus unserer Handbuchlogik uns einfach ein wichtiges Anliegen ist, haben wir etwas umsortiert, zum Teil in den Steckbriefen dann auch gebündelt und zum Teil auch gestrichen. Zum Beispiel finden wir, das Thema Raumluftqualität ist in der besonderen QMG-Anforderung an Schadstoffe eigentlich auskömmlich abgedeckt. Deswegen haben wir das jetzt zum Beispiel nicht weiter mitbehandelt. Technische Qualität hatte ich vorhin schon gesagt. Ökologische Qualität, da sehen Sie, da sind eben die besonderen Anforderungen, die vom QNG kommen, mit am dominantesten, was vielleicht zeigt, wo QNG-seits eigentlich auch der Schwerpunkt ist. Der andere QNG-Schwerpunkt ist eben hier die Barrierefreiheit mit den QNG-Ready-Anforderungen. Aber insgesamt reduziert sich die Zahl der Steckbriefe gegenüber den alten NABU 3.1-System. Bei den ökonomischen Qualitäten sieht es aus, als ob das etwas länger ist. Das ist jetzt aber vor allem, weil eben die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit hier neu dazu gekommen ist. Und Prozessqualitäten, dazu werde ich gleich noch etwas sagen, was von dem alten System zum großen Teil bis jetzt also mit Beschreibungen zu erfüllende Steckbriefe waren, haben sich in der Anzahl reduziert. Man muss dazu beachten, dass hier eben nochmal die Komplettmodernisierungen dazugekommen sind und die Voraussetzungen für die Bewirtschaftung. Ich gehe nochmal zurück zu der Liste ganz am Anfang. Das war jetzt das, was ich jetzt den Steckbriefen auch gesagt habe, zu der Reduzierung der Anzahl. Das mit der eindeutigen Zuordnung zeige ich gleich nochmal mit der DIN 17067. Was sich aber auch ändert, dass wir jetzt keine so starre Zuordnung von Einzelanforderungen zu den Erfüllungsstufen mehr haben, die in Haupt- und Zusatzanforderungen getrennt haben, die kumulierbar sind. Die Komplettmodernisierung war vorher nur über eine Auslegung, das heißt nur, ich meine, es war halt möglich und ist jetzt aber
völlig in unserem System auch abgedeckt mit zwei zusätzlichen von KumG geforderten Steckbriefen. Neu das Thema Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, was jetzt mit mehr Tiefe behandelt werden muss, weil es eben eine der allgemeinen KumG-Anforderungen ist. Und dann kommt es in einigen Punkten zu Vereinfachungen gegenüber NAVO 3.1. Das zeige ich nochmal und wir stellen einige Hilfsmittel zur Verfügung. Dann klicke ich jetzt wieder nach hinten. Nochmal zum Vergleich, also links immer NAVO 3.1, rechts NAVO 4.0, also diese Steckbrieflogik vom Layout und vom Auftritt bleibt eigentlich die gleiche. In ganz vielen Punkten sind es auch die gleichen Inhalte, die wir aber wegen der Akkreditierungsanforderungen etwas anders verorten mussten. Aber es bleibt bei der Beschreibung des Indikators, es bleibt bei den drei Stufen deutlich überfüllt, überfüllt und erfüllt, wo erfüllt eben für die Zertifizierung ausdrücklich reicht. Die Differenzierung in hier hellblaue Hauptanforderungen und in weiße Zusatzanforderungen als Neuerung. Und eben das zeige ich gleich mal im Detail, die genauere Zuordnung von Nachweisformen an die Anforderungen. Das sehen Sie hier nochmal. Also vorher war es eben so, dass eben die ganzen erfüllt Anforderungen so mehr oder weniger als so ein Langtext in diesem Block waren und die Nachweisformen hier dann unten folgen. Und das haben wir jetzt eben sehr viel genauer zuordnen müssen. Viele oder ein Großteil dieser Nachweisformen und dieser Art der Nachweise wiederholt sich aber. Also können dann eben für 50 andere Anforderungen auch als Nachweis genommen werden. Und das müssen wir nochmal dokumentieren, dass man das bei der Einreichung auch entsprechend darlegen kann. Da sind wir noch dran. Also das eine eindeutige Zuordnung der Nachweise zu den Anforderungen. Es gibt nur noch zu bewertende Steckbriefe, keine beschreibenden mehr. Wobei wir uns bemüht haben, da die Messlatte nicht zu hoch zu legen. Also es geht jetzt halt eher darum, dass eben hier Empfehlungen zu einer Bedarfsbeschreibung gegeben werden musste. Und was man dann konkret einreicht, wurde eigentlich dem Antragsteller überlassen. Um DAX und DIN-konform gewesen zu sein, mussten wir halt die Art der Nachweise immer sehr genau darlegen. Aber wir haben zum Teil eben probiert, einfach auch mit Checklisten zu argumentieren, dass man also jetzt nicht alle Originaldokumente nachreicht, sondern dass der Nachreichskoordinator eben mit dieser Checkliste bestätigt, ihm liegen diese Dokumente vor, aber er eben sie nicht komplett zur Konformitätsprüfung durchreichen muss, Nachprüfung vorbehalten. Natürlich. Sonst wäre das, glaube ich, so bei der DAX nicht durchgegangen. Ich will noch mal ganz kurz zeigen, das ist eine der vielen Dinge, von denen wir Sie verschont haben und zukünftig auch verschonen werden, ist eben, dass auch die Nachweisformen, die Sie in der rechten Spalte jetzt der neuen Steckbriefe gesehen haben, von uns eben auch sehr genau einer weiteren Zertifizierungslinie zugeordnet werden mussten, also die DIN 17067, die eben festgelegte Evaluierungsarten und Methoden durch Konformität für Wertungsstellen sozusagen festlegt, wo wir uns eben auf drei Inspektionsformen haben reduzieren können, die wir jeweils jeder einzelnen Nachweisform zuordnen mussten. Das ist vielleicht für die Konformitätsprüfer interessant. Ich sage es Ihnen jetzt einmal ganz kurz, dass es eben aber die Inspektion von Planungs- und Baudokumenten gibt. Die Inspektion auf Basis der Bereitstellung objektiver Nachweise, wie zum Beispiel ein Auszug aus einer Baugenehmigung oder die Inspektion von Prüfungen nach einem Verfahren, wie hier zum Beispiel ein DIN-Nachweis, wo es um eine Sicherheitsprüfung bei Spielplätzen um eine Sicherheitsprüfung geht. Also nur aber zur Erläuterung, was eben hinter dieser Umstellung auch liegt, um das ein bisschen auch transparent zu machen. Was sich an den Steckbriefen ändert, habe ich jetzt verbal schon mal gesagt. Also es gibt keine fixe Zuordnung von Anforderungen zu den drei Erfüllungsstufen. Das ist im
gewissen Maße dann auch frei kumulierbar. Es gibt die Trennung in Haupt- und Zusatzanforderungen, wo wir eben zum Teil sagen, das ist jetzt ein sehr, sehr langer Steckbrief, deswegen gibt es dort viele Hauptanforderungen, aber wo wir auch einräumen, dass diese Hauptanforderungen zum Teil durch Zusatzanforderungen kompensiert werden können. Nochmal als Beispiel dazu, wie sich das dann im Einzelnen darstellt. Hier an dem Steckbrief individuelle Aufenthaltsräume. Die Hauptanforderungen, die eben in den meisten Fällen nachgewiesen werden müssen, dort, wo sie nicht in Bauordnungen, dort, wo sie nicht baurechtlich gefordert werden, können sie eben dann auch durch Zusatzanforderungen kumuliert werden. Das müssen Sie sich im Einzelnen nochmal durchgehen. Ich glaube, das kann man jetzt nicht so genau an den einzelnen Steckbriefen jetzt zeigen. Das würde, glaube ich, jetzt zu sehr in die Länge führen. Was neu hinzugekommen ist, beziehungsweise es war als beschreibendes Kriterium schon mal recht vage in dem beschreibenden Steckbrief Wertstabilität, glaube ich, drin unter NAVO 3.1, ist das System die Grundieranforderungen an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Was wir eigentlich schon für ein sehr wichtiges Kriterium halten, für ein sehr wichtiges Kriterium halten, Herr Stork hat das auch nochmal betont, was aber dazu führt, dass man sich wirklich dazu auch früh mit den Planern und den Bauherren zusammensetzen sollte, um eben das in der Planung auch zu berücksichtigen. Wir haben das jetzt so gemacht, dass es eben dazu keinen eigenen Steckbrief gibt, sondern weil es uns um die Zuordnbarkeit zu den anderen Steckbriefen ging, sie eben in den Steckbriefen zu gemeinsamen Wohnungsbereichen, zu den individuellen Aufenthaltsräumen, zur Zukunftsfähigkeit des Gebäudes und zur Qualität der Projektvorbereitung verortet haben und dort über diese vier Steckbriefe eben 18 Zusatzanforderungen, also keine Hauptanforderungen, sondern nur Zusatzanforderungen verteilt haben, von denen über alle Steckbriefe dann 8 zu erfüllen sind. Und wir hoffen, dass es einerseits ein Anschub ist, sich wirklich mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen, es auf der anderen Seite aber auch keine No-Go-Line jetzt für die Antragstellung bedeutet. In dem Zusammenhang, ich hatte vorhin gesagt, dass uns dieses Instrument der FAQs und der Auslegungen bewusst beibehalten haben und das auch in die eingereichten Dokumente sozusagen rübergenommen haben und sozusagen von der DAX auch jetzt gesehen und abgesegnet wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass es zu dem Kriterium auch nochmal einen Austausch gibt, wo wir dann nochmal schauen, inwiefern wir da nachschärfen müssen oder nachweichen müssen, um Ihre Reaktion dort auch aufzunehmen. Ich zeige kurz, wie wir es gemacht haben. Also es gibt eben diese drei Pakete. Ein weiteres folgt auf den folgenden Slides nochmal. Wohnbereich, entweder Aufenthaltsräume, Zukunftsfähigkeit, wo es um die verschiedenen Themen der Nutzungsneutralität, also wie kann man etwas Bestehendes anders umbauen, um Flexibilität, um Wiedernutzungsneutralität, um Zweitverwertbarkeit, um die Schaltbarkeit von Räumen und Wohnungen, um die Teil- und Zusammenlebbarkeit geht und auch um die Erweiterbarkeit. Und dann in einem weiteren Themenpaket eben im Rahmen der Projektvorbereitung die Möglichkeit, sozusagen, wenn es jetzt in Bauvorhaben wirklich eine Abstimmung mit Mietern gegeben hat, oder ein integrales Konzept zwischen den Planern zum Thema Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gemacht worden, wurde das eben mit in den Topf zu tun. So. Was ändert sich? Ich hatte das vorhin gesagt, Komplettmodellisierung als Bestandteil mit zwei vom KNG geforderten zusätzlichen Steckbriefen. Das waren die beiden KNG allgemeinen Anforderungen, die leider in den Punkten sehr genau ins Detail gingen, also wo sehr genau vorgegeben war, welche Punkte behandelt werden musste und
wir uns dann schon mit sehr viel Zeit dann auch bemüht haben, zu schauen, wie man das nachweisen kann. Ich muss dazu allgemein sagen, dass wir diesen ganzen Steckbriefsatz mit verschiedenen Wohnungsunternehmen aus dem sozialen Wohnungsbau aus in Köln und Berlin eben vorab gestimmt haben, also deren Feedback auch eingeholt haben, mit mehreren Nachhaltigkeitskoordinatoren, mit mehreren Verbänden, die jetzt gerade aus der Materialwirtschaft kamen und auch Qualitätsprüfern. Also ich will sagen, da ist im Grunde auch das Feedback von Anwendern mit eingeflossen. Was beim Thema Komplettmodernisierung eben vielleicht für Sie als Antragsteller wichtig ist, man muss das, kommt vom KollegG, in Gebäuden mit mehr als 5 Wohneinheiten eben machen, sonst können Sie diese beiden Steckbriefe sozusagen außer Acht lassen. Und dass wir im Rahmen unserer Nachweiserfüllung eben lediglich bewerten, ob in welchem Umfang jetzt in dem Fall Bestandsaufnahmen, Baudiagnosen durchgeführt worden sind, aber ausdrücklich nicht uns die Qualität der Unterlagen selber anschauen. Ich glaube, das würde den Prozess komplett überfordern, wenn man dann noch mal schaut, ob die Unterlage selber auch wirklich in allen Punkten absolut ihren eigenen Normen und ihren eigenen Qualitätsanforderungen entspricht. Ganz kurz zu einigen Vereinfachungen gegenüber NABU 3.1. Ich habe das jetzt ja jahrelang, mehrere Jahre lang beobachten können, woran Projekte scheitern. Und es ist uns wirklich schon auch Anliegen, also gerade das bezahlbare Wohnen auch sozusagen zertifizierbar zu machen und haben da jetzt wirklich dann geschaut, wo wir von dem zurücktreten, was wir vorher immer gefordert haben. Das ist zum einen die sehr, sehr hohe Anforderung an 10 Quadratmeter Freifläche pro Bewohner. Das haben wir jetzt zurückgenommen. Dass im Grunde nur das, was man jetzt sozusagen bei der Flächeninanspruchnahme und bei der Flächenversiegelung als unbebaubare Fläche dokumentiert, also was sich ja einfach in den allermeisten Fällen aus der GRZ ergibt, eben halt den Nutzern zur Verfügung stellen muss mit den nachzuweisenden Qualitätsanforderungen. Von den verpflichtenden Stellplätzen für Besucher mit Mobilitätseinschränkungen sind wir zurückgetreten. Und auch von dem erhöhten Schallschutz bei den Schallschutzanforderungen. Da gehe ich jetzt nicht nochmal näher drauf ein, aber wir haben dort auch das Thema Holzbauweisen mit berücksichtigt. Das müsste man vielleicht nochmal einzeln schauen. Ich glaube, wir werden schon nochmal eine weitere Schulung auch anbieten. Wir sind gerade in Diskussion mit der EBZ, wo wir vielleicht mal tiefer in die Steckbriefe auch reinschauen. Also das, was ich jetzt mache, soll im Grunde eigentlich eine Einführung sein, und auch ein Versuch, diese Umstellung in einen Kontext und einen Vergleich zum alten System zu stellen. So. Und auch nochmal zum Stigma, unter dem das Wort Bewertbarkeit eigentlich steckt. Also Bewertbarkeit, man denkt ja immer, es geht um eine Benchmark. Und wir haben aber sehr darauf geachtet, dass bei so bestimmten Themen, also wie zum Beispiel die Rückbau- und der Recyclingfreundlichkeit, der Stand der Entwicklung einfach noch nicht so weit ist. Also weder gibt es die Daten dazu, was wirklich rückbaufreundlich ist, also in der Tiefe, dass man das zur Grundlage einer Zertifizierung machen kann, an der Fördergelder hängen. Noch gibt es gegenwärtig eigentlich genügend Systeme, die im Grunde diese Rücknahme gewährleisten. Deswegen haben wir dort jetzt eigentlich auf eine Benchmark-Bewertung verzichtet, aber die Einreichung der Daten schon auch gefordert, um eben die Einschätzung von Rückbau- und Recyclingpotenzialen sozusagen zu erkunden, auch kundzutun und dann vielleicht im Rahmen dieser Ermittlung dann auch wirklich zu sagen, ah, ich mache das mal. Und ähnlich ist es auch bei dem Kriterium Trinkwasserbedarf, wo wir eben gesagt haben, es geht eigentlich eher um die Einschätzung von Optimierungspotenzialen. Und dass eben die Einreichung diese verpflichtende Einreichung des Dokumentes zu den Punkten als das genommen haben, was wir eben bewerten.
Ich will nochmal drei Hilfsmittel zeigen, die wir zur Verfügung stellen. Also ich rede von Excel-Hilfsmitteln, von denen wir glauben, dass sie die Bearbeitung eigentlich sehr stark erleichtern sollten und ihr auch eine Struktur geben, die dann dem entspricht, wie wir es in den Anforderungen beschrieben haben. Also einmal zum Thema Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit, wo wir hoffen und einräumen, dass es in den LCA-Programmen eine Datenschnittstelle gibt, wo eben die Materialdaten Bauteilen zugeordnet sind und mit Mengen versehen sind, dass man sie im Grunde in dieses Dokument reinkopieren kann und dann eben von den Antragstellern die drei Kriterien, die Montier- und Trennungsfreundlichkeit, materielle Zuordnung für ein Materialkataster, das ist dann noch ein extra Dokument, was eingereicht werden muss. Und Art des voraussichtlichen Umgangs nach gegenwärtigem Stand der Technik über ein Pull-Down-Menü ausgewählt werden muss. Das hier war, vielleicht erinnern Sie sich, das eine Dokument, was wir noch nachreichen müssen, wo es eben um eine Matrix geht, was wirklich günstig, mittel und ungünstig ist. Da sind wir dran. Wir haben auch ein Hilfsmittel zur Berechnung des Versiegelungsgrades, wo man eben mit verschiedenen Faktoren verschiedene Oberflächen unterschiedlich bewerten kann, wo man oben eben mit einem Ergebnis sozusagen darlegt, ob man das Kriterium gerissen hat oder nicht und sonst eben halt alternative Maßnahmen einreichen kann. Und zum Thema Trinkwasserbedarf, was es in der Form eigentlich jetzt auch schon gab, nur wo wir auch jetzt im Rahmen der DAX-Akkreditierung genauer formalisieren und darlegen mussten, woher kommen eigentlich die Zahlen, die wir hier eingetragen haben. Wir haben noch vor, ein Dokument, ein Excel-Dokument für die Lebenszykluskosten einzureichen und warten da auf das BBSR. Die wollten eigentlich Daten zu Austauschzyklen ermitteln und allen zur Verfügung stellen, bevor das nicht kommt. Ist das leider noch auf der Warteliste. Unsere Zertifizierungsurkunde ändert sich leider auch. Was heißt leider? Sie sehen hier rechts eine der ersten Urkunden, die wir haben verteilen können. Also wir haben jetzt ungefähr 15 Urkunden verteilen können. Das liegt natürlich daran, dass die ersten Anträge 2022 bei uns gestellt werden und die ersten jetzt so langsam bei uns eintrudeln und das eigentlich auch ganz gut läuft aus meiner Sicht und sind jetzt da nicht auf größere Probleme gestoßen. Was sich leider ändert, dass das NAVO-Logo bei dieser auf einer Datenplattform des BBSR generierten, automatisch generierten Urkunde leider zu einer kleinen Briefmarke verkommt oder reduziert. Und wir uns dann aber die Frechheit einräumen würden, wegen es war einem Bauschild, also wenn Sie das zusätzlich haben wollten, unser Logo etwas größer zu machen. Und zum Ende meiner Präsentation nochmal ein Hinweis, dass es uns eben nicht nur um Erfüllung, sondern auch um die Dokumentation von nachhaltigem Bauen geht, auf unseren Plattformen, in unseren Kreisen, über die wir unsere Arbeit reden, und auch über dieses Stärkenprofil, was Antragsteller, die mit uns schon zusammengearbeitet haben, kennen, wo eben über die Zertifizierung hinaus noch auf eine sehr offene Art und Weise zusätzliche Daten eingereicht werden sollen, die eben auf unserer Homepage dokumentiert werden sollen. Und wir das eigentlich wirklich auf einen Kernpunkt unserer Arbeit halten, dass wir eben in die Breite dann auch argumentieren können und zeigen können, wie großartig nachhaltiger Wohnungsbau ist und wie das dann nachher auch aussieht. Ich glaube, damit bin ich zu Ende und bedanke mich. Ja, danke auch von mir, Heckmann. Ich sehe im Netz wieder jede Menge Fragen und auch manchmal Diskussionen untereinander. Insofern, man hört Ihnen gespannt zu. Eine Frage, die ich zwischendurch gelesen habe: Artenschutz, Biodiversität, ist das Thema eigentlich in der Zertifizierung? Nein, noch nicht.
Also es ist so, ich weiß, das Thema Artenschutz, Diversität ist ja bei unter QNG, glaube ich, bei den Nichtwohnungsbauten schon eingepreist, aber im Wohnungsbau noch nicht. Wenn es jetzt passieren sollte, dass das QNG-seits irgendwann dann auch uns auf den Tisch rückt, werden wir das auch mit behandeln müssen und haben das auch schon vorgedacht, aber im Moment ist es noch nicht mit drin. Okay. Ich glaube, die meisten Fragen, wenn ich das hier mal zusammenfassen kann, gehen so in die Richtung, wann sind Kriteriensteckbriefe verfügbar, beziehungsweise wann geht was jetzt an den Start und der Übergang zwischen 3.1 und 4.0. Ich sortiere das mal so ein bisschen, die Fragen. Zum Beispiel, die ein oder anderen arbeiten gerade mit 3.1 und stellen sich jetzt die Frage, müssen sie aufhören, müssen sie irgendwas neu machen, müssen sie umstellen oder können die zu Ende machen und das wird übertragen auf 4.0 und sie bekommen trotzdem noch das Zertifikat. Wie muss man sich da bewegen, wenn man so gerade mittendrin ist? Also, wir haben wirklich probiert, weil sich das Akkreditierungsverfahren eben so lange bis zum 28.05., also 3 Tage vor dem 31.05. hingezogen hat, eine Verlängerung der Einführungsphase zu erwirken. Und hatten eigentlich erst das Gefühl, dass wir da auf offene Ohren stoßen, aber als am 28. dann von der DAX die Akkreditierung kam, ist das BBSR leider von dieser mündlichen Aussage zurückgetreten und damit war auf einmal sozusagen dieser Stichtag 31.05. wirklich definitiv. Wir als NABU sagen ja diese Deadlines, also wir können die kommunizieren und wir kommunizieren die auch auf unserer Homepage, aber wir haben keine Ressourcen, Leute ständig immer wieder dran zu erinnern. Hört mal, da ist diese Deadline. Wir haben es auf unserer Homepage kommuniziert und jetzt zum Teil auch in die Runde gegeben. Also wir können, es tut mir wirklich leid, in der Form keine NABU 3.1 Anträge mehr annehmen. Wir dürfen das nicht, weil das NABU 3.1 System nicht akkreditiert ist. Aber wir würden uns in dem Fall bemühen, da eine Schnittstellenlösung zu finden. So. Ja, Jetzt ins also. Blaue gesagt, das müsste man dann wirklich nochmal im Einzelnen suchen. Ich glaube, wir sind da leider alle so ein bisschen so leidtragend über dieses sich hinschleifende Akkreditierungsverfahren, wo eben Auflagen kommen, die wir vorher in der Tiefe nicht haben absehen konnten. Da würde ich sagen, wir würden da informell einen Weg finden. Formell ist die Antwort leider relativ klar. Die Übergangsphase ist zu Ende. Herr Heckmann, aber vielleicht noch mal nur zur Klarstellung, weil ich glaube, da herrscht ein bisschen Unklarheit. Das betrifft nur die Antragstellungen ab dem Ja, 1. natürlich. Ja, Also klar. Ja. alles, Also alle bereits alles, was bei gestellten uns schon, Anträge können ganz normal mit ja. 3.1 abgearbeitet werden. Vielleicht das Ja, noch mal zur Klarstellung. absolut. Also wir hatten auch einige Tage vor Ablauf also am 28.05. Haben wir wirklich nochmal eine E-Mails in alle Richtungen verschickt und nochmal wirklich sehr, sehr kurzfristig gebeten, beziehungsweise zu einladen, noch unsere 3.1-Systeme Anträge einzureichen. Da kam auch relativ viel. Aber Frau Ess hat völlig recht. Alles, was bei uns schon beantragt ist, wird unter dem alten Verfahren bearbeitet, geprüft, zertifiziert und beurkundet. Ja, Ja. also die Sorry, wenn das ein Missverständnis war, Nein, aber nein, nein. Alles gut. Ich glaube, das trifft auch hier den Nerv gerade der Zuhörer, der Zuschauer, weil wir haben wohl einige, die überlegen, ob sie jetzt einsteigen. Für die ist klar, ab 1.6. gilt was Neues. Und ich kann hier so ein Beispiel nennen. Ich zitiere mal, wenn auf Basis NAVO 3.1 bereits ein Antrag zur Zertifizierung gestellt und der Pre-Check eingereicht wurde und dieser seitens von NAVO bestätigt angenommen wurde, dann kann also, ergänze ich jetzt, auf dieser Basis weitergearbeitet werden. Ja. Und dann kann man Ich habe auch. jetzt das Kleingedruckte in der Anfrage nicht gelesen, aber Ja, alles gut, alles gut. Aber ich merke, also Sie haben hier einige, die Ihnen heute folgen, die mittendrin sind.
oder eben kurz davor stehen und halt fragen, wie sind die Übergangsregelungen? Vermutlich können wir drei an der Stelle schon mal sagen, und Herrn Storck können wir damit zunehmen, dass alle diese Detailfragen, glaube ich, auch auf Ihrer Seite in den nächsten Tagen irgendwann eingehend beantwortet sind. Haben Sie sowas wie FAQs laufen? Können wir da, dann können wir das ja problemlos da mal beantworten lassen. Sehr schön. Also wenn ich diese eine Frage gerade beantworten kann, das ist mir jetzt fast etwas peinlich, aber leider ist unser Systemadministrator gerade im Urlaub. Deswegen haben wir gerade keinen Zugang auf unsere Homepage, aber sobald er zurück ist, werden wir das alles online stellen und auch Das die neuen Steckbriefe. vielleicht von mir die Zusage, also das kann sich maximal um eine Woche bis 10 Tage handeln. Ja. Also es sind keine langen Zeiträume, über die wir hier reden. Alles, Das hast du nicht auf alles dem gut. Schirm. Frau Esser, Sie sehen ja, welche Nachsicht das Publikum mit uns hat, dass unsere Sehr Veranstaltung schön, sehr total schön. ausfällt. Vielleicht auch noch was dazu sagen. Also man muss sich das ja mal vor Augen führen. Diese Akkreditierung sowohl des Systems als auch der Zertifizierungsstelle durch die DAGs, ja? Also das ist schon eine Anforderung, Herr Friemert. Also die DAGs zertifiziert normalerweise als Zertifizierungsstellen TÜV Süd, TÜV Nord und wen auch immer, ja? Und stellt die gleichen Anforderungen an unser System und unsere Zertifizierungsstelle, wo wir ausschließlich Wohnbauten auf Nachhaltigkeit zertifizieren. Also wenn man mal so über Bürokratie und Bürokratieabbau spricht, also diese Maßnahme, die man sich da überlegt hat, ist sicherlich nicht besonders geeignet, dem gerecht zu werden. Womit wir wieder bei unserer einleitenden Diskussion waren und darüber, was ich am Freitag aus dem Bauministerium so hörte, das ist, glaube ich, auch ein Anliegen, was alle haben, das Ganze irgendwo in der nächsten Zeit ein bisschen einfacher zu fassen und irgendwie zusammenzuführen. Ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht an der Stelle. Und viele Fragen, glaube ich, die hier kamen, beziehen sich vor allen Dingen darauf, wie läuft jetzt das absolut in diesem Moment gerade ab und wie sind die Übergangsbestimmungen. Aber ich glaube, das haben wir hinreichend gut geklärt. Ich habe auch den Eindruck, wir haben ganz, ganz viele Details mitbekommen. Und wenn dann die neuen Steckbriefe und die aktualisierte Excel-Matrix dann gedownloadet werden kann, also setzen wir mal Mitte Juli ungefähr so in den Raum. Dann denke ich mal, werden sich auch diese Unklarheiten noch auflösen. Ja. Ja, ich glaube, dann sind wir soweit durch mit unseren Fragen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihre Geduld, Herr Gerne. Storck, auch dafür, dass Sie zwischendurch eine Zwangspause einlegen mussten. Ich bedanke mich natürlich auch beim Publikum dafür, dass Sie alle dabei geblieben sind. Ich habe die Regie inzwischen mal gefragt. Wir haben, glaube ich, nur vier, fünf gehabt, die sich tatsächlich abgeschaltet haben. Also alle übrigen sind dabei geblieben. Und wir haben tun unser Bestes, aber manchmal passiert es halt, dass die Technik versagt. Und in diesem Fall war es einer unserer Rechner, weil wir haben ja mehrere laufen für so eine Sendung. Und ja, und dann haben wir halt so ein Problem mal drin. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen allen. Frau Esser, Sie haben das Schlusswort. Können wir noch Mut machen den Architekten? Und wo gibt es weitere Möglichkeiten, sich über die Dinge zu informieren? Das haben Sie bestimmt auf der GdW-Seite auch stehen, oder? Ja, also als allererstes, lieber Herr Friemert, möchte ich mich bei Ihnen bedanken und bei der CeBau, die uns diese Veranstaltung wieder ermöglicht haben mit einer sagenhaften Teilnehmerquote. Und was ich besonders angenehm empfinde oder was wir beim GdW besonders angenehm empfinden, ist, dass eben diese Veranstaltung auch aufgezeichnet wird und somit den heute Verhinderten auch noch mal zur Verfügung gestellt werden kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Herr Heckmann hat schon darauf hingewiesen, dass wir natürlich auch über unsere Bildungseinrichtungen noch weitere vertiefende Bildungsangebote zur Verfügung stellen werden. Und wir werden natürlich auch sehr, sehr zeitnah eben jetzt die neuen Steckbriefe, die neuen Hilfsmittel auf unserer Homepage zur Verfügung stellen und natürlich dann auch noch die angekündigten. Uns vielleicht liegt das Thema Nachhaltigkeit im Bauen, im Wohnungsbau sehr am Herzen, genauso wie uns der bezahlbare Wohnungsbau.
extrem am Herzen liegt. Und was unser Anspruch ist und warum wir auch als Verband mit den anderen Verbänden, auf die Herr Heckmann hingewiesen hat, bei NAVO engagiert sind, ist, diese beiden Themen zusammenzubringen, übereinander zu bringen. Also nicht die einzelnen Leuchttürme erzeugend mit hohen Kosten, die natürlich im Zweifel sehr nachhaltig gebaut werden können, sondern Nachhaltigkeit als normal in den bezahlbaren Wohnungsbau zu implementieren, sodass eben auch der soziale Wohnungsbau oder der bezahlbare, nicht geförderte Wohnungsbau eben eine Chance haben. Und das ist unser Anliegen, unser Kernanliegen, und dem, glaube ich, sind wir extrem verpflichtet. Das wollen wir auch weiter voranbringen. Und ich hatte es am Anfang angedeutet, am Ende des Tages ist eigentlich die Vision, Klammer, für in 5, 10 Jahren, 5 bis 10 Jahren, dass wir solche Zertifizierungssysteme gar nicht mehr brauchen, sondern die entscheidenden Nachweise, ich sage mal, im Bauprozess, durch die am Bauprozess Beteiligten einfach beibringen. Ja. Und unter diesem Gesichtspunkt sollten wir daran weiterarbeiten. Wäre jetzt mal interessant, wenn wir diesen Ausschnitt aufheben und mal so in 10, 15 Jahren mal schauen, ob sich das auch so bewahrheitet. Weil das ist so etwas, was ich auch oft sage, sage ich, wir reden auch so viel über Energie und Energieeffizienz. Und wahrscheinlich werden unsere Kinder und Enkelkinder eines Tages mal sagen, es ist doch völlig normal, wie wir bauen. Ich weiß gar nicht, wieso es mal früher anders war. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, das muss sich auch erst so in der planenden Welt, auch in der Umsetzung, auch in der Bauwirtschaft erst so richtig etablieren. Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal Ihnen und natürlich auch zu Hause beziehungsweise in den Büros für Ihr Interesse, sich heute zugeschaltet zu haben. Mir bleibt eigentlich nur Ihnen jetzt die ein oder andere Ferienwoche zu wünschen, wo Sie sich im Sommer hoffentlich erholen oder vielleicht auch mit Interesse weiter verfolgen, wie es in der Fußball-Europameisterschaft vorangeht. Und freue mich auf den Herbst, wenn wir mit vielen Veranstaltungen, unter anderem Zukunftswissen Bau, auch diese Themen wieder aufgreifen werden.